Hoi Leute, heute machen wir ganz einfache Omelette. Ich zeige euch, wie ich das mache. Sie sind vielleicht etwas dickflüssiger als Crepe, also ganz sicher. Ich habe es nicht gerne so ganz so fein und dünn. Wir nehmen 3 Eier, 600 Gramm Vollmilch, 500 Gramm Weissmehl und 1 Löffel voll Salz. Dann fangen wir an. Dann tun wir zuerst die Eier reintätschen. Ich tue immer zuerst die flüssigen Sachen ein bisschen zusammen mit dem Salz und durch den Mixer jagen. Dann eben die 600 Gramm Vollmilch. Ich brauche für das immer Vollmilch. Und ich tue übrigens nie Butter drin. Nie. Ich tue auch die Omelette nie mit Butter anbraten. Das seht ihr dann auch gerade. 1 Löffel Salz. So ungefähr. He? Jeder macht, wie er will. He? Aber ich mache die Omeletten so. Und dann die Füllung kann man machen, salzig und süß. Das ist eigentlich gleich. Aber eben, wie gesagt, ich mache das so. Dann habe ich mal ausprobiert. Der Spritzschutz. Aber ich bin nicht gewohnt, mit dem zu arbeiten. Ich brauche den eigentlich nie. Wo noch nicht richtig drauf geht. Aber ist egal. Aber wenn das etwas verrührt ist, dann habe ich dann das Mehl reingetan. Dann tut man das 3-5 Minuten auf jeden Fall tut man das verrühren, dass es gut verrührt ist, gut durchgemixt ist. Mit dem Schwingbesen. Ihr könnt es natürlich auch von Hang machen. Ich mache es nicht von Hang, weil ich ein Problem mit den Armen und mit den Hängen. Ja, ein bisschen Rheuma und so andere Sachen. Und darum probiere ich immer so, alles so einfach wie möglich zu machen für mich. Übrigens, der Schwingbesen, kann ich euch sagen, in Italienisch heisst der Frusta. Rustig, he? Und in Holländisch heisst der Karde. Und in Deutsch wisst ihr es ja, he? Schneebesen. Weil als ich meinem Mann gesagt habe, Schwingbesen, hat er nicht gewusst, was ich meine. Dann müsst ihr den Teig 20 Minuten lassen und nach 20 Minuten sollte er so flüssig sein wie jetzt, wie wenn er vom Löffel tropft. Im Fall, wenn er nicht so flüssig ist, könnt ihr immer noch ein bisschen Milch dazu tun, gell? So, dann fangen wir an. Also ich brauche für meine Omelette nie Butter zum Bräteln. Ich will jetzt nicht unbedingt Reklame machen für Mazzola, aber nehmt Maiscreme-Öl. Ich nehme auch kein Sonnenblumenöl. Das Maiscreme-Öl ist viel besser vom Geschmack her. Und ich nehme keine Butter, weil die Omelette schnell ranzig werden. Also schnell so schlechten Geschmack bekommen. Die kann man nicht so lang, meiner Meinung nach, die sind nicht so lang haltbar. Und darum nehme ich das Maiscreme-Öl. Und dann bleiben die Omelette also wirklich 5 Tage gut. Also da kann man richtig grosse Menge machen. Und die bleiben länger gut im Kühlschrank. Oder immer natürlich schön abdeckt, oder? Also habe ich ein bisschen Öl, es war schon ein bisschen viel, in die Pfanne da. Die Pfanne muss immer schön heiß sein. Dann eine Schöpfkelle von dieser Omelettenmasse, von diesem Omelettenteig in die Pfanne. Und die Pfanne ein bisschen drehen, damit sich alles schön verteilt. Das ist mir natürlich nicht so super gelungen. Ich bin nicht gewohnt, dass mir jemand über die Finger schaut. Und dementsprechend bin ich nervös gewesen. Und mit dem Film auch, der ist super nervös, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und wenn die Omelette sich löst unter von der Pfanne, dann kann man sie eigentlich schon wenden. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen, weil oben drauf war sie noch ein bisschen nass, dass oben drauf noch ein bisschen mehr trocken wird. Und dann kann man sie eben dort drehen. Voilà. Und da ist es genau das Gleiche. Wir lassen sie so lange bräteln, bis sie sich löst von der Pfanne. Und wenn sie sich löst von der Pfanne, ist sie fertig. Und mit den Omeletten kann man ja sehr viel machen. Man kann ja salzige Sachen füllen, man kann sie süß füllen, wie man will. So, dann haben wir die Omelette fertig. Die Omelette ist gut geworden und so könnt ihr weiterfahren mit dem ganzen Teig.
Und jetzt kommt noch ein Rezept. 3 Eier, 500 Gramm Weissmehl, 600 Gramm Milch, eventuell noch etwas mehr und einen Löffel Salz. Und nicht vergessen, dort mit dem Maiscreme-Öl die Omelette bräteln, damit sie einen neutralen Geschmack hat und das alles passt. Und dass sie lange gut bleibt im Kühlschrank. Ich wünsche euch allen gutes Gelingen. Schönen Tschüss zusammen. Ciao, ciao.